Hallo, liebe Deutschlernende! Ich habe etwas ganz, ganz Tolles für euch. Ich verlose nämlich Deutschstunden oder einen Wunsch. Das heißt, wenn du gewinnst, bekommst du eine kostenlose Deutschstunde mit mir über Skype, über Hangouts, was auch immer du benutzt. Oder falls dir etwas anderes mehr helfen würde, ja, dann kannst du auch einen Wunsch ausdrücken und ich erfülle dir diesen Wunsch. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, hey Marco, es würde mir ganz doll helfen, wenn du das und das für mich tun könntest. Ja, wenn du mir Deutschlernmaterialien geben könntest über Thema X zum Beispiel. Ja, dann mache ich das für dich. Ja, ich helfe dir beim Deutschlernen. Und zwar werde ich es gibt einen Gewinner pro 10 Rezensionen des Podcasts. Ja? Geh jetzt auf authenticgermanlearning.com/review-podcast. Ja? authenticgermanlearning.com/review-podcast. Ja? Oder authenticgermanlearning.com/listen, falls du noch nicht abonniert hast, ja, /listen, dort kannst du abonnieren und du scrollst ein bisschen runter und dann ist dort eine Anleitung, wie du den Podcast rezensieren kannst, ja, und pro 10 Rezensionen verlose ich eine Deutschstunde, ja. Mach mit, je mehr Leute mitmachen, desto mehr Gewinner gibt es. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt endlich sehen kann, wer den Podcast rezensiert. Das konnte ich in der Vergangenheit nicht. Und ich habe mich gewundert, weil ganz viele Leute nicht geantwortet haben auf meine Bitte. Ich sage, hey, könnt ihr den Podcast rezensieren, ja, oder auf YouTube, ja, also wenn du einen Kommentar hinterlässt auf YouTube, dann überprüfe bitte auch, ob ich dir antworte, ja, weil manche Leute haben geschrieben, hey, ich mag den Podcast, und dann habe ich geantwortet, hey, toll, dass du den Podcast magst, bitte rezensiere ihn, und dann habe ich keine Antwort bekommen und ich dachte mir, rezensieren diese Leute den Podcast oder nicht? Und ja, deswegen ist es toll, dass ich jetzt endlich sehen kann, wer meinen Podcast rezensiert, und für die Leute, die den Podcast schon rezensiert haben, möchte ich mich ganz doll bedanken. Ja, vielen Dank, dass ihr den Podcast rezensiert habt. Ja, und wie gesagt, falls du den Podcast noch nicht rezensiert hast, dann tue dies bitte und mehr Leute werden Gewinner sein bei der Verlosung. Okay? Ich freue mich drauf und wir sehen uns morgen. Tschüss!